Die hohen Tannen atmen heiser, im Winter Schnee und bauschiger, schmiegt sich sein Glanz um alle Reiser. Die weißen Wege werden leiser, die trauten Stuben lauschiger. Da singt die Uhr, die Kinder zittern, im grünen Ofen kracht ein Scheit und stürzt im lichten Lohgewittern und draußen wächst im Flockenflittern der weiße Tag zur Ewigkeit. Dieses Gedicht ist von Rainer Maria Rilke. Guten Morgen, meine Lieben. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen zweiten Advent. Und ich will gleich losstarten, hier mein Kalendertürchen öffnen. Heute ist der 8. Und ich habe schon wieder geguckt, da ist die 8, ne? So. Da ist die 8. Mal gucken, was wir da drin haben. Hopsala. Ach Gott, ein Teddybärchen. Nee, das ist gar nicht. Das ist ein Schneemann. Da sieht es viel niedlicher aus. Da, guck mal. Wie süß der da aussieht und wie der hier aussieht als Schokolade. Aber ich mag jetzt gerade keine Schokolade essen. Ich habe nämlich noch nichts gefrühstückt und das kommt gleich als allererstes. Ja, das war das Türchen Nummer 8 und ja, wir sehen uns gleich, wenn wir Päckchen Nummer 8 von Mone suchen. Es bleibt spannend. Also, da haben wir mal wieder den Adventskalender von Mono. Und warum ist das denn so finster hier? Es ist draußen einfach finster. Wahnsinn. Und dann geben die Batterien, glaube ich, von dieser Lichterkette hier noch auf, oder? Nee, oder meine Kamera holt einfach nicht genügend Licht raus. Ja, machen wir mal so. Also, ne? Es ist schon weniger geworden. Man merkt es, ne? Hier sind Lücken. Aber trotzdem, es ist trotzdem jeden Tag so schön. Und ich habe jeden Tag so viel Freude daran. So, ihr kennt mich ja schon. Ich habe natürlich geguckt, wo die Nummer 8 ist. Aber wenn ich jetzt hier einmal rüberschwenke, seht ihr das auch? Ne? Da ist sie. Und die nehme ich jetzt gleich weg. Und dann sehen wir uns am Tisch wieder. Ah, da bin ich schon wieder. Heute haben wir wieder so ein schönes Tütchen. Ne? Und wieso muss ich jetzt an Bambi denken? Wenn ich mir das hübsche Stanzteil hier anschaue, weil es ein Rehkind ist, oder? Oder soll es wirklich Rudolf sein? Weil ich meine, hier ist so die Knollnase. Das kann natürlich dann wieder Rudolf sein, aber denkt man sich weg? Ich denke dann an Bambi. Ich habe auch wirklich erst der erste Blick so Gedanke Bambi. Frag mich nicht warum. Also ich bringe das nicht mit Rudolf in Verbindung. Soll wohl Rudolf sein, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, schöni, schöni. Auch hier die Schneeflocke wieder sehr schön. Ja, den Baum werde ich mir wieder abpopeln, ne? Ja, dann wollen wir mal gucken, was wir da heute drin haben. Jeden Tag bin ich gespannt wie ein Flitzebogen. Ne? Ich hoffe im Übrigen, dass euch das heutige Gedicht wieder gut gefallen hat. Ich mache mir da immer sehr viel Mühe mit, schöne Gedichte rauszusuchen. Mhm. Ach so. Oh. Oha. Was ist denn da drin? Jetzt muss ich das mal rausziehen hier. Oh, du meine Güte. So, gucken, alles raus, ja. Oh, ja. Wie süß. Ja, die Mone kriegt mich tatsächlich
ans Weihnachtsbasteln, ne? Aber wenn man sowas Niedliches dann da hat, muss man das einfach, ne? Die letzten beiden Jahre habe ich mir krampfhaft so ein paar Weihnachtsdinge zusammengekramt und habe daraus was gemacht. Ich wollte eigentlich ab dieses Jahr nicht mehr. Und dann kommen lauter so schöne Sachen. Was ist los, Hund? Warum weinst du? Brauchst nicht weinen, das kann man nicht essen. Guck mal. Er hat gedacht, ich hätte was zu essen. Wegen der Tüte, ne? Deswegen? Ja? Ich zeige euch den jetzt. Deswegen? Heulst du deswegen? Oder weswegen heulst du? Ich weiß das auch nicht. Weswegen heulst du? Das ist auch nichts zu essen. Guck. Und das auch nicht. Hier ist nichts zu essen. Doch, Kekse, aber die kriegst du nicht. Ja? Tüte? Nee, du kriegst nichts zu essen. Der ist bekloppt, ne? Deswegen heult der. Der will Kekse haben. Von meinem Tisch. Die da. Kriegt er aber nicht, ne? So. Ja, der meint jetzt auch, der müsste mich jeden Tag einmal kurz unterbrechen. Aber er darf das, ne? Ist ja mein Liebling. So. Wo war ich denn stehen geblieben? Ich trinke mal einen Schluck Kaffee. Vielleicht fällt es mir dann ein. Eile mit Weile. Ja, keine Ahnung, was ich genau sagen wollte. Auf jeden Fall hatte ich. Jetzt fängt der schon wieder an. Ich hatte für dieses Jahr eigentlich gesagt, nee, ich mache nichts. Immer wenn ich das sage, fängt der hier an zu heulen. Aber wenn ich solche schönen Sachen hier habe, dann muss ich natürlich was machen. Ist klar. Ne? Der bringt mich völlig aus dem Konzept. Was ist denn neuerdings los mit dir, Hund? Ich glaube, der ist alt und senil und der vergisst so vieles. Zum Beispiel, dass er keine Kekse kriegt. Nein. Ja, auf jeden Fall zum fünften Mal, glaube ich. Wenn man sowas Schönes hier bekommt, ich beeile mich jetzt, dann muss man einfach was daraus machen, oder nicht? Guckt euch mal diesen Pinguin an, den Schneemann oder den hier. Der hier ist lustig. Ne? Oder sowas hier. Ja. Ach Gott, sind die putzig. Die kann ich doch gar nicht verbasteln. Guckt euch die mal an. Wie niedlich sind die denn bitte? Ha? Wisst ihr, wie die aussehen? Guckt mal genau hin. Diese Pinguine. Fokussiert ihr jetzt? Die sehen doch aus wie die Madagaskar-Pinguine, oder? Also für mich sehen die so aus. Und ich liebe Madagaskar. Ja. Wunderschön. Guck mal ja auch den Stiefel mit den, beziehungsweise die Socke mit der Zuckerstange und dem Päckchen da oben. Oder hier. Das kleine Vogelhäuschen. Wie goldig. Oder hier Teddybär. Süß. Echt. Ich finde es richtig zuckersüß. Oder hier. Der Christbaum mit dem Schneemann davor und das 3D, das ist alles, das ist schon fertig hier. Das ist 3D. Das ist so schön. Ich finde es mega schön, ehrlich. Und dann hier noch so einer. Da, diese tollen Schneemänner. Guck mal, ich habe hier sogar eins gefunden, das wird sogar auf meine Vintage-Projekte passen, ne? Ja, die Pinguine sind ein bisschen zu crazy für Vintage. Aber hier, die wird auch gehen. Hier, das auch. Ne?
Das sind so einfache, so schlichte Sachen, die würden gut funktionieren. Aber auch dieser Tannenbaum mit dem Schneemann, das wird auch super funktionieren. Und natürlich hier so einige Sachen, die hier hängen, so wie diese, ne? Und, naja, das sowieso, dann dies, ne? Ja, eventuell dieser Schneemann hier, also würde ich so machen, ne? Aber gut. Mal gucken. Also bei so viel Zeug, das ich gekriegt habe, Zeug sag ich, ne? Also das ist nicht negativ gemeint, ne? Wenn ich mir Sachen kaufe, sage ich auch immer, ich muss hier mal eben das Zeug wegräumen, ne? Also ist nur Ruhrpott-Slang. Keine Sorge. Also, ne, wenn ich so viel Zeugs habe dafür zum Basteln, dann muss ich das natürlich auch tun. Ne? Ich habe die jetzt wieder hier reingetan. Ja, da wird dann wahrscheinlich im nächsten Jahr ordentlich was kommen sollen. Oh Gott. Himmel, hilf mir. Wisst ihr was? Ich habe noch nicht gefrühstückt. Ich glaube, das tue ich jetzt gleich. Ich wünsche euch allen jedenfalls einen wunderschönen zweiten Advent. Ja? Macht ruhig, schaltet einen Gang runter, atmet einmal tief durch und genießt den Tag als das, was er ist, nämlich ein Sonntag zum Ausruhen. Und geht raus, geht spazieren, das mache ich auch gleich, trotz des Wetters, frische Luft tanken, das kann nie schaden, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Ja, ich werde nach meinem Frühstück meinen eigenen Rat beherzigen, ich werde ein bisschen rausgehen, ich gehe dann mit dem Hund spazieren und ja, so werde ich meinen Tag beginnen und damit starten und ja, direkt mal ein bisschen Luft und Kraft tanken. In diesem Sinne, meine Lieben, wir sehen uns morgen. Tschüss.